Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Space Bricks und heute bekommt ihr ein XXL Haul Video, denn wir waren auf den Scareback Fan Weekend 2019. Das ist gerade letztes Wochenende gewesen, ein grandioses Event, eine tolle Lego Ausstellung, international, so viele tolle Sprachen, so viele Mocs, so viele coole Menschen. Hat super viel Spaß gebracht. Und hier oben haben wir erstmal den offiziellen Ausstellerstein und darunter Scareback Things 2019, ein Stein von der Bearded Brick Brigade, ein paar richtig coole Jungs aus Norwegen, super sympathische Menschen, die da halt ein paar Steine auch zum Tauschen haben. Denn in Scareback sitzt bei uns Lego-Fans abholz der Ausnahmezustand an, es wird völlig eskaliert, es wird extrem viel gekauft, viel getauscht. Und das Ganze wird es jetzt in diesem XXL-Haul-Video geben. Ich habe auch letztes Jahr ein Video gemacht, verlinke ich euch unten und findet ihr auch oben in der Infokarte. Schaut gerne einmal vorbei und genießt einfach dieses krasse Video. Wir fangen mit den kleinen Sets an und arbeiten uns zu den größeren Sets vor. Fangen wir erstmal mit ein paar netten Figürchen an. Also den Ausstellerstein haben wir ja einmal. Ihr hört es im Hintergrund immer wieder mal rascheln. Und hier haben wir zwei Figuren, nämlich einmal die Visitenkarte von Stuart Harrison. Das ist derjenige, der sozusagen im Lego-Haus tatsächlich auch wohnt und dafür zuständig ist. Und die Scareback-Aussteller-Minifigur, beide auf der Rückseite bedruckt. Hier ist Scareback Denmark. Bei Stuart haben wir noch Telefonnummer und E-Mail-Adresse mit dabei. Dann konnte ich zwei geöffnete Polybags ergattern, nämlich Figuren. Wir wollen ja auch jede Figur einmal in unseren Vitrinen drin haben und ein Polybag zu öffnen tut manchmal schon ein bisschen weh. Deshalb haben wir einmal von Darth Maul und den Clone Lieutenant preiswert jeweils einen Polybag geöffnet ersteigern können. Wir haben einmal hier beide Figuren den Druckverschlussbeuteln abgepackt. Dann kommen zwei richtige Highlights, nämlich einmal der verchromte Stormtrooper. Eine absolut geile Minifigur, die konnte ich eintauschen gegen ein paar andere Figuren, die ich mit dabei hatte, ein paar andere Polybags. Das ist auch das Tolle an dieser Veranstaltung, man nimmt ein paar Sachen mit und kommt mit ganz anderen Sachen wieder zurück. Und hier haben wir noch einen weißen Boba Fett ausgepackt, weil ich habe mich nicht getraut, das Polybag zu öffnen. Und so hat das jemand anders für mich übernommen. Jetzt kann ich die Figuren in die Vitrine stellen. Papa war auch ein bisschen einkaufen, ein paar Teile jagen für aktuelle Mocs. Beziehungsweise das heißt Mocs, Sets zum Vervollständigen. Da hat er sich ein paar Sachen rausgesucht. Wir haben Elemente von 2002 hauptsächlich mit dabei. Von Obi-Wan Starfighter und Count Dooku's Speeder. Sind aber noch ein paar andere Geschichten dabei und ein paar bedruckte Fliesen aus der Planeten-Mini-Modell-Serie. Und das sind immer wieder mal Teilchen, die dann beim Zusammenstellen des Sets, wenn wir Sammlung ankaufen, fehlen. Wir arbeiten uns vor zu den Polybags. Wir haben zweimal das VIP-Polybag. Ihr werdet auch des Öfteren hören, dass wir viele Polybags schon in der Sammlung haben, aber immer wieder mal mitnehmen zum Tauschen. Und die zwei sind ganz nett. Gab es ja vorletztes Jahr im Store dazu. Und es ist ein cooles Polybag. Viele, viele Teile. Finde ich ganz nett. Ich glaube, davon haben wir auch tatsächlich nur eins gehabt. Deshalb sowas ist immer ganz nett. Zweimal das Iron Man Polybag gab es bei Müller, war ratzfatz ausverkauft. Ich würde da immer wieder mal nachfragen, ob sie den wieder auf Lager haben. Bei den ganzen Avengers-Promo-Dingern sind wir ja öfters raus, weil wir die Sets nicht kaufen. Aber die Polybags kann man immer wieder mal mitnehmen. Hier haben wir zweimal für Avengers Quinjet und zweimal für Guardians Ship. Das finde ich eigentlich cooler von der Bauform. Das gefällt mir schon so richtig gut. Aber ich als DC-ler habe natürlich auch ein paar Sachen aus dem DC-Universum. Da wäre einerseits hier das Ultimate Bat-Mobil als Mini-Build. Und dann haben wir natürlich auch zweimal den Batwing. Das ist doch ganz klar. Batman is awesome, so take it. Nochmal kurz was aus der Avengers-Reihe. Nämlich den Winter Soldier als nette Figur im Polybag. Viele Sachen weiß ich auch gar nicht, wo es die damals gab oder zu welchen Aktionen. An den Kollegen kann ich mich noch erinnern, den gab es glaube ich 2017, das ist echt lange her. Einfach im Store ab 55 Euro. Ein Polybag, das ihr immer noch aktuell bei Müller bekommen könnt, das gab es auch mal im Lego Store. Teilweise auch bei manchen Einzelhandelsgeschäften habe ich es gesehen. Der City Satellit finde ich richtig cool von den bedruckten 1x4 Teils. Kann man sich ein paar nehmen und dann vielleicht ein paar Mocs zu bauen. Vielleicht eine Microscale ISS. Das wäre doch mal eine Idee. Muss ich mir mal angucken, wie das ausschauen würde.
haben wir hier einmal Kylo Ren Shuttle. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir die zweite Version des Polybags schon haben. Deshalb haben wir die mitgenommen. Im schlimmsten Fall wird es vielleicht vertauscht. Zwei Polybags aus der Ninjago-Reihe, die ich richtig cool finde. Das muss Lloyd sein. Der grüne Ninja ist immer Lloyd. Mit so einer Trainingsgeschichte da. Super cool. Schön, dass man hier an viele Ninja-Schwerter rankommt. Auch zweimal. Und ein Polybag aus der Lego Movie Reihe, welches noch nicht in unserem Besitz gelandet ist. Ich finde das so geil mit den Duplo-Viechern, die dann die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ja, super amüsant. Und dann kommt jetzt noch ein ganzer Berg Polybags. Ihr habt jetzt ganz viel knistern gehört. Und wahrscheinlich ist das ein Polybag, was ihr zuvor noch nie gesehen habt. Das ist ein Lego Education Polybag. Was Lego Education jetzt genau ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob es das Ding für Schulen oder für Erwachsene als Teambuilding-Maßnahme war. Ich meine, das war aber eher das Schulprogramm. Das Teambuilding-Programm heißt anders. Und das Spannendste ist dieses kleine Päckchen hier. Die Teile sind völlig egal, weil hier drinnen haben wir Gummibänder. Und wir haben ein paar alte Technikmodelle von Lego Star Wars mit Funktionen. Könnt ihr mal gucken, die sind zum Beispiel in Droidica. Wenn ich daran denke beim Schnitt, verlinke ich was unten. Und da brauchen wir Gummibänder, damit er funktioniert. Er rollt nämlich, kommt ein Knopf, dann baut er sich auf, wie die Droidica das im Film, und geht quasi in den Zerstörermodus über. Da die Gummibänder aber nach 20 Jahren alle spröde sind, brauchen wir halt frische. Und deshalb haben wir ein paar von diesen Sets getauscht. Hervorragend. Gibt es jetzt gleich eine hübsche Gesamtübersicht einmal der kleinen Sachen. Ich habe jetzt eben einfach nur ein Bild eingeblendet, das ist einfacher. Und von jeder Polybags bzw. Figurensorte nur eine. Den Rest beiseite geräumt. Das sieht dann einfach schön auf der Gesamtübersicht aus. Weiter geht es jetzt erstmal mit zwei fetten Kartons. Wer uns bei Instagram folgt, weiß, dass es solche Mystery-Boxen, sag ich mal, gab. Die kosten so um die 180 Euro, also 1200 Kronen kosten sie. Ich vermute mal so 175 bis 185 Euro wird der endgültige Preis sein. Und in diesen Kisten hast du halt alles Mögliche an Zeugs drin. Hier einfach so ein kleiner Blick hinein. Wir unboxen die beiden in einem separaten Video ganz in Ruhe, gucken uns die ganz detailliert an. Die Kisten weichen alle voneinander ab, teilweise weniger, teilweise mehr. Wenn das Video dazu online ist, ist es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich gehe stark davon aus, dass das Video am Freitag oder am Samstag veröffentlicht wird, zumindest von einer der Boxen. Die andere heben wir uns dann noch eine Weile auf. Fangen wir mit dem ersten Set an, nämlich den Lego Architecture Lego House. Davon haben wir jetzt wieder einige auf Vorrat. Wir verkaufen die ja bei eBay. Und falls ihr eins haben möchtet, schreibt uns doch gerne per E-Mail an. Der kriegt das Set nämlich 10 Euro unter dem eBay-Preis. Dann schenke ich euch die eBay-Gebühren, die muss ich eh weitergeben. Das heißt, Preis wäre für euch und ihr habt mehr Spaß beim Bauen. Und ihr unterstützt uns trotzdem bei unseren Projekten. Dafür vielen lieben Dank. Und dann gucken wir uns jetzt die weiteren Sets an. Das diesjährige Ausstellerset ist das Year of the Dog Set. Das haben Papa und ich jeweils einmal bekommen. Finde ich ganz schnuckelig. Das ist eigentlich ja immer üblich bei Ausstellungen, dass man als Aussteller entweder Teile, ein Set oder sonstiges bekommt. So ein kleines Dankeschön, dass man bei der Ausstellung mit dabei ist. Ein Set, welches ich mir gekauft habe und wo ich ziemlich froh bin, ist von Lego ExoForce. Und jetzt fragt ihr euch, was ist das für ein Blödsinn? ExoForce war quasi so ein Lego Ninjago-Vorgänger. Es ging eigentlich darum, dass Ninjas oder so Techniker gegen Roboter kämpfen, und zwar in Mechs, Fluggeräten und sonstigen Sachen. Fand ich damals ziemlich cool. Ich hatte Star Wars als Zwischenphase, dann kam ExoForce und dann wieder Star Wars. Und ich habe dieses original verpackte Set gesehen, im absoluten Top-Zustand, und da hatte ich natürlich Nostalgie, Flashback, Erinnerungen an diese tolle Zeit mit ExoForce. Dann habe ich gedacht, 15 Euro, das ist mir wert, einmal dieses Set mitzunehmen und mir als Erinnerungsstück ins Zimmer zu stellen. Jetzt kommen gleich ein paar Sachen, da wird euch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Bricktober Sets. Zweimal Harry Potter. Zweimal Superheroes. Zweimal Ninjago. Zweimal Jurassic World. Dann haben wir zwei, drei Brickheads. Einmal Captain Salazar. Einmal Rey. Einmal Gamora, oder Gamora, diese Gamora. Und einmal hier Cyborg. Ich selber sammle Brickheads nicht, ich bin nur ein Fan der Star Wars Brickhead-Reihe, hab noch nicht alle Brickheads aus dieser Reihe,
Ein paar müssen gebaut werden, ein paar habe ich auch doppelt, das heißt einmal nur OVP und gebaut. Und die restlichen habe ich jetzt mal mitgenommen, die gab es preiswert und dann hoffe ich, dass ich da ein bisschen rumtauschen kann, dass ich dann die fehlenden Brickheads in der Sammlung bekommen kann. Schaut gerne jetzt mal die Tage bei eBay Kleinanzeigen vorbei, ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Ich werde jetzt natürlich wieder ein paar Listen hochladen mit Sets, die wir suchen, Polybags, die wir suchen und ein paar Sachen, die wir zum Tausch anbieten. Meldet euch sehr gerne, ich hoffe, wir werden uns dabei einig und jetzt hole ich ein paar weitere coole Sets. Wir haben noch eine Lego Star Wars Mystery Box, die jetzt inzwischen sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Die hat den Transport nicht ganz so gut überstanden. Ja, es geht ja schließlich um den Inhalt. Ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich 4 Stück davon geöffnet habe. Verlinke ich euch gerne unten. Schaut es euch an. War ein Promotion Giveaway diesjährig, kurz vor dem May 4th Event. War es im März oder war es im Februar? Ich weiß es gar nicht mehr. Als das Ding rauskam, 85 Euro Einkaufswert, 5 Sachen sind hier drin. Und halt zufällig. Finde ich immer noch eine coole Box, viele haben sich darüber aufgeregt, aber ich habe das, sage ich mal, als Einkaufspreis, Sendung, als Rabatt gesehen und das war schon ziemlich gut, weil das dann teilweise so an die 40% des Preises, weil man dann nur für 85 eingekauft hat, gesenkt hat. Wir haben ein paar Brickheads, ich finde diese Seasonal Brickheads immer ganz witzig und teilweise habe ich gerne ein paar davon, um sie an Freunde zum Geburtstag oder sonstigen Sachen zu verschenken. Der Clown ist ganz nett. Dann haben wir jetzt hier kein Brickhead, das war das Seasonal Eastern Set und ein kleines Oster Set. Ich weiß aber nicht von welchem Jahr, das gab es irgendwie für 2-3 Euro. Das ist ein No-Brainer, das nimmst du dann mit. Das Gespenst, auch cool, sehr sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube alle großen Snapchatter müssen sich dieses Gespenst auch kaufen. Und der Dragon Dancer, auch ein tolles Set, gefällt mir auch richtig gut. Wir haben ein paar Gratis-Giveaways ergattern können, nämlich zweimal von Harry Potter, das Diagon Alley, ein wunderschönes Set, wunderschöne exklusive Fliesen, Mr. Ollivander als exklusive Figur mit dabei, herrlich, hervorragend, ein Giveaway, was wir leider verpasst haben, weil es nur auf die Harry Potter Sets war, aber wer quasi den Hogwarts Express gekauft hat damals, um das Set zu bekommen, hat alles richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel das wert ist. Ich meine aber, es wird trotzdem bestimmt so bei 30 bis 40 Euro aktuell gehandelt. Ich habe echt keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt. Aber ein tolles Set, ich finde es total schön. Genial, Avengers Tower, finde ich super cool. Haben wir auch zweimal. Ich baue einen auf, deshalb, ich werde jetzt wahrscheinlich den aufbauen, der runtergefallen ist. Passiert ja leider hin und wieder mal. Und dann kommt jetzt gleich wieder die Mecker-Sanktion oder Aktion. Das coole Star Wars Giveaway. Auch zweimal. Aber leider ohne Minifigur. Und wir haben noch ein weiteres Set von Lego Ideas Tron. Ja, das sind so die kleinen Sets. Ich stelle das jetzt einmal um. Wo ich eben gerade noch beim Hogwarts Express war, da ist das tolle Set. Gleich zweimal. Ich finde, es ist wunderschön. Leider kann man mit einem Set nicht viel anfangen, gerade da keine Schienen mit dabei sind. Da braucht man ein bisschen mehr. Ich sehe, ich habe jetzt doch blöd aufgebaut. Machen wir mal so den Avengers Tower. Na, den lassen wir jetzt mal so. Sind ja auch tolle Figuren, von denen man auch ein paar mehr gebrauchen kann. Also ein Dementor ist doch immer cool. Dann haben wir 2 Kartons, nämlich ein paar Minifigur-Serien. Hier gab es nämlich die Lego Ninjago Minifigur-Serie. Die brandaktuelle für 2027. Ich weiß, 2017. Die gab es ja preiswert. Die wird einmal komplett ausgepackt werden. Und ich konnte auch einmal die Lego Disney Minifiguren-Serie ergattern. Mal gucken, ob ich später nochmal Tick, Trick und Track bekomme. Dann habe ich ja einen ganzen Satz komplett. Beziehungsweise 3 Sätze. Ein paar Figuren davon werde ich auf eBay Kleinanzeigen reinstellen. Auch gerne zum Tauschen. Vielleicht habt ihr andere komplette Minifiguren-Serie und wir können ein paar Sätze hin und her tauschen. Wir haben gerne das eine und andere Set zweimal mit dabei. Das nächste Set, was jetzt kommt, ist nämlich das Ideas Pop-Up Book. Das habe ich doch gar nicht. Ich bin Fan der Ideas-Serie und dieses Set verlässt ja dieses Jahr den Markt oder ja, wird aus dem Sortiment gehen. Und bei Ideas und bei ein paar anderen Sets haben wir für uns quasi entschieden oder ich habe es entschieden, demokratisch in Abstimmung mit mir selbst. Dass es doch schön ist, einmal das Set im Originalkarton zu haben und einmal aufgebaut zu haben. Once Upon a Brick, das Pop-Up-Buch, war nicht ganz so beliebt. Ich finde es richtig klasse.
Deshalb nochmal schön sichern, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch ziemlich schnell teuer wird. Sets, die dann zur Laufzeit nicht so beliebt waren, aber dann später vom Markt gegangen sind und sich dann späterer Beliebtheit erfreuen, die werden ja gerne sehr teuer. Gerade da dieses Set viele Fliesen hat und große bedruckte Elemente, die bei Bricklink teuer sein werden, auch wenn man sie eine Zeit lang bei Teile und Steine bekommen konnte, wie zum Beispiel diese große, ich glaube, das ist die 8x16 Fliese. Ja, in Braun. Toller Print, wirklich ein geniales Teil. Wir haben ein weiteres Set, da hat mich Papa ein bisschen zusammengeschnauzt. Auch Ideas zweimal, Voltron, Defender of the Universe. Es ist echt eine Katastrophe, ne? Also, ich weiß nicht, wie ich das zurechtbauen soll. Dieses Set hier ist ja auch dieses Jahr im Auslauf. In Europa ein Flop, in Asien ein Hit. Oder zumindest in Europa ein Hit bei den Leuten, die Voltron geguckt haben. Ich finde das von der Funktionalität und auch hier von dem Feature mit dem ganzen Löwen total witzig. Wir haben einen schönen T1-Bulli, den Volkswagen Camper. Meine Schwester hat jetzt den Mini Cooper gebaut. Ja, ich glaube den Cooper. Hat sich darüber sehr gefreut und wir dachten einfach, wir bereiten ihr weiter Freude und sie kriegt so einen schönen T1. Und dann kann sie ihn schön zurechtbasteln. Das wird auch ein Spaß. Ich überlege jetzt, ich habe letztes Jahr ein Video gemacht und da hatte ich viel, viel mehr größere Sachen dabei und ich habe es hingekriegt, warum ich jetzt irgendwie dieses Mal zu blöd bin, das vernünftig hinzustellen. Also ich meine, beim letzten Mal habe ich mich von groß nach klein nach vorne gearbeitet, dann macht das auch mehr Sinn. Wir holen große Sachen und sortieren ein bisschen um. Ich nehme mal alle Stapel hinten weg und machen es dann später schön. Wir wollen auch eine tolle Gesamtübersicht haben. Nebenbei wollte ich auch sagen, ich habe einige von euch persönlich treffen dürfen, beziehungsweise Papa und ich. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Es waren tolle Gespräche, tolle Ideen, die er teilweise gehabt hat. Auch Mocs, die er selber baut. Ich freue mich ganz besonders auf einen Mock. Das war eigentlich nur als blödsinnige Idee gedacht, weil die Western-Figuren noch gefehlt haben. Das wurden Stormtrooper quasi in den klassischen Western-Sets reingesetzt, in so eine große Palisadenanlage. Und das sah geil aus, wie die Stormtrooper da quasi rumgelaufen sind und dann die Droiden so ein bisschen rumgewuselt sind. Ich fand's super geil und ich hoffe, das wird auch so als Mock umgesetzt werden und irgendwann mal bei einer Ausstellung zu sehen sein. Die Person, über die ich jetzt gerade spreche, die weiß hoffentlich Bescheid und guckt auch hoffentlich dieses Video. Aber sehr tolle Ideen und es war schön mit euch zu sprechen. Der größte Karton mit, den wir haben, nämlich hier das Assembly Square. Ein richtig, richtig schönes Set. Wie natürlich all die Sachen hier, die wir gekauft haben. Oh, ich hoffe, das kippt nicht nach hinten weg. Tolles Set, 4000 Teile, 240 oder 50 Euro in Deutschland als UVP. Da ein bisschen preiswerter. No-brainer. Absoluter No-brainer. Als nächstes großes Set haben wir das Hogwarts Castle. Es ist richtig, richtig schwer. Hat unendlich viele Teile. Und ihr denkt euch jetzt sicher alle, wir sind unserem Standardthema fremdgegangen. Keine Sorge, natürlich haben wir auch unseren Main-Fokus mit dabei. Ich hole da jetzt mal die Sets. Natürlich ist doch keine Frage, dass wir ein Lego Elves-Set kaufen. Hier. Richtig cool. Freut mich. Also, ja, danke. Spaß beiseite, sowas kommt einem natürlich nicht ins Haus. Es gab ein paar andere coole Sets. Lego Boost. Droid Commander. Das Set haben wir geholt, weil wir das einerseits witzig finden und andererseits steht jetzt am nicht nächsten, sondern übernächsten Wochenende, 11. bis 13. die Spielemesse in Hamburg an. Da werden wir auch Geonosis ausstellen, noch ein paar andere Sachen. Und da so ein paar Sachen interaktiv stattfinden soll, dachten wir, komm, wir gucken mal, ob wir die Zeit haben, dieses Set zu bauen und dann in der Spielemesse mitzunehmen, dass vielleicht einige von euch da ein bisschen rumfahren können, ein paar Missionen durchspielen können. Ich pack das mal vor einem Hogwarts Express. Ihr wisst ja, wir hatten zwei Stück. Es sei denn, ihr skippt durch das Video. Das gehört sich nicht. Ich gebe mir so viel Mühe, das hier schön für euch aufzustellen, da müsst ihr mir auch beim Versagen mit zuschauen. Wir haben es aber auch gleich. Ich habe jetzt noch zwei Sets und dann muss ich das irgendwie hübsch machen. Und zwar die Tente 4, die dritte Version. Ich weiß noch nicht, was ich von der halte. Auf jeden Fall ärgert mich immens, dass noch mehr Sachen beklebt sind. Bei der letzten waren diese Teile wenigstens bedruckt. Dafür erfreue ich mich über die Figuren. Da sind doch nicht auf der Rückseite, sondern hier oben. Captain Antilles nochmal, die Prinzessin Leia sieht auch unglaublich toll aus. Und der Kollege, der war ja auch irgendwie bei 20 Euro das Stück, jetzt durch den Adventskalender ist er wieder auch völlig im Keller. Soll mir recht sein, ich finde, das ist eine tolle Figur, haben wir viel zu selten. Deshalb Tented 4, auch ein riesen Wopper der Kanton. Alter, wo soll das ganze Zeug hin?
Und ja, dann habe ich hier noch Darth Vader's Castle. Ein Set, was ich völlig bescheuert finde. Hier werden einfach die Figuren einmal rausgenommen werden. Und den Rest, keine Ahnung, landet wahrscheinlich bei uns in den Teilkisten. Kann man vielleicht gebrauchen für das eine oder andere Mock. Müssen wir mal schauen. Stelle ich jetzt erstmal so hin. Irgendwie muss ich eine Gesamtübersicht hinwursteln. Bin aber auch jetzt ein bisschen überwältigt von dem Anblick. Es ist toll. Also das nenne ich doch mal eine Wahnsinnshammer-Gesamtübersicht an Sets. Ich muss mir nochmal mein Video vom letzten Jahr angucken. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Tisch hingekriegt habe. Spannende Geschichte. Sehr, sehr spannend. Aber der Hammer. Der Wahnsinn. Ja, bevor das Video noch endet, ich habe eine Sache tatsächlich vergessen. Und zwar in dieser Kartonage befindet sich eine Bauanleitung, nämlich für den Ewing Starfighter von Starbricks. Verlinke ich euch ebenfalls unten. Der baut richtig geile Modelle. Mox macht richtig geile Bauanleitungen dafür fertig. Dieses Set haben wir gekauft. Die Bauanleitung hat, meine ich, 65 Euro gekostet. Er baut auch gerade eine für einen Resistance Bomber und noch ein neues Projekt. Das verraten wir aber noch nicht. Resistance Bomber wird nächstes Jahr gekauft. Die wird erst zum Ende dieses Jahres fertig. Das hier wird aber vielleicht euch schon dann Richtung Weihnachten präsentiert werden können. Und mit diesen schönen Teasern in Richtung Zukunft will ich jetzt mal dieses Video beenden und euch, na, euch nicht, mir viel Spaß beim Bauen wünschen, weil das ist jetzt Baumaterial, das sollte jetzt für ein paar verregnete Herbstwochenenden reichen. Und ihr sollt natürlich auch Spaß haben. Ja, trotz des schlechten Wetters, schnappt euch ein paar Lego-Sets und macht das Beste draus. Wir sehen uns hoffentlich bei der Spielemesse, falls ihr da nicht da seid, auch gerne bei der Steinhanse, die findet direkt danach statt. Ein paar Infos folgen noch auf YouTube und ein paar Sachen auf Instagram. Wir freuen uns auf euch. In dem Sinne, viel Spaß beim Bauen.